Was soll das bedeuten, dass Jesus ihm die Füße gewaschen hat mit Wasser? Das war eigentlich da draußen üblich, dass wenn jemand, ein Gast oder irgendwer gekommen ist, dass dann der Hausherr denen sagte, löse deine Sandalen und konnten die Füße waschen. Denkt an den Staub, den man da dazu mal hatte. Da hat man nicht Socken und Schuhe gehabt, sondern nur Sandalen. Und wenn man da nicht immer wieder gereinigt hat, dann wurde die Zehen entzündet von diesem Erde, wo es Sock gab. Und warum Wasser? Das hat man früher, hat man Wasser benutzt, um rein zu werden. Wieso macht man, was macht man heute? Man wäscht sich mit Blut Christi, die Beichte. Denn zur Apostelzeit ist der Heiler noch nicht am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut noch nicht hergegeben, womit wir die Sünden auslöschen können. Darum hat er dazu mal noch das Wasser benutzt. Und heute, wo er am Kreuze gestorben ist, das Blut geflossen ist mit dem kostbaren, göttlichen Blut, wird immer wieder in der Beichte die Sünden gelöscht, wie dazu mal der Heiland mit dem Wasser bei den Aposteln es getan hat. Aber beichten tut man nicht einfach, indem man einfach wieder mal geht, damit man wieder mal sauber ist. So billig können wir mit dem Blut Christi nicht umgehen. Dann müssen wir schon uns bewusst sein, wenn ich, was ich vom Herrn weiß, ein Großteil, die beichten gehen, die gehen gleich wieder heraus, wenn nicht noch schlimmer. Man geht nicht, man holt nicht das Blut Christi sich zum Abwaschen, nur so Larifari oder so, sondern man sollte doch wissen, ich möchte jetzt gut leben, sodass Gott eine Freude an mir hat. Und nicht einfach, dass man wieder mal sauber ist. Und da dieses Sakrament ist so nutzvoll. Sicher, bei jedem heiligen Messopfer werden die lästlichen Sünden auch getilgt. Vorwiegend beim Stufengebet, wo dann der Priester sagt, Nachlass, Vergebung, Verzeihung eurer Sünden, schenkt euch der allmächtige und barmherzige Gott. Das sind die lästlichen Sünden, die man eigentlich bewusst macht, sondern einfach, schaut er mich wieder blöd an, oder? Und schon hat man Ärger. Oder das manchmal sündige Schämen, bevor man es überlegt, man hat es gemacht. Macht ihr, oh, aber bin ich wieder dran gefallen, oder? Und dazu haben wir, hat Gott, Heiland wusste doch, wie armselig wir Menschen sind, dass all die Reize, was da auf einem zukommt, dass man da immer wieder in Gefahr steht oder vielleicht sogar fällt, weil er das wusste. Dann hat er eben in seiner Gottheit gemacht, dass dieses Blut immer geschehen kann. Das heilige Messopfer, da wird ja dann die Oblate zum Leib Christi und was im Kelch ist, wird zu Blut Christi. Das heißt aber nicht, dass Gott nochmal sterben muss oder nochmal geschieht, sondern wir vergessen immer, dass das, was geschieht, die Sakramente und alles, nicht Menschenprodukt ist, sondern es sind die sieben Sakramente, die Gott eingeführt hat, weil er um unsere Schwachheit wusste, wie schnell wir wieder fallen, wieder dies. Und so hat er etwas gemacht, was er nur konnte, weil er Gott ist.
Er ließ geschehen, dass jedes heilige Messopfer nicht mehr 2023 ist, sondern 33. Menschlich gesehen verrückt, oder? Aber von Gott her gesehen, der kann alles. Hm? Und er hat so gegeben, dass es jedes Mal ist wieder das, wo im Jahr 33 Uhr ans Kreuz ging. Und da ist sehr viel Blut geflossen, denn der Heiland hat, als er am Kreuz hing, er wurde ja gegeißelt mit Geißeln, wo Bleiklümpchen dran waren und solche, wo man da eingeschlagen hat. Ich kann euch ehrlich sagen, da war keine heile Stelle mehr im Heiland im Körper. Uns zuliebe hat er es gemacht.